Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Ich habe nur eine kleine Pause gemacht, ich habe es nicht abwarten können, hier endlich Sachsen zu annektieren und den Krieg gegen Schweden zu gewinnen. Wir haben schon wieder ein Handelsembargo verhängt bekommen vom Hansebund, also irgendwann müssen wir da, naja. Wobei, es haben ja eh nur noch zwei klitzekleine Provinzen, ja, und wenn wir hier nochmal einen Krieg gewinnen sollen, sagen wir einfach, hier, gebt mal Bremen an Bremen zurück und dann haben sie nur noch Hannover und dann haben sie nicht mal Zugang zum Meer. Dann haben sie nicht mal eine Flotte mehr. Ja, also das wird mir schon gefallen. Blablabla. Wollen alle nicht mehr hier Militärzugang. Das ist okay. Unsere Söldner hier passen auf, dass nichts passiert. Das ist okay. Wir können sie autonome Rebellenunterdrückung. Nee, da warten wir lieber ab. Österreich will auch nicht mehr. Okay, schau mal, was der Krieg hier oben macht. Und der sieht so weit, so gut. Schon wieder 22.000. Ja. Haben wir keine Leute mehr hier oben. Ja gut, aber jetzt eine Armee von 27.000. Und sie sind gerade dabei, ihre Provinzen wieder zu entlagern, wie ich mal gerne sage. Das Land ist im Krieg, das ist klar. Revolten möglich in Nürnberg, die alten Patrioten. Dann werden Häfen blockiert, das ist okay. Jagdunfall, nein! Wer? Sein Körper wurde von jemandem weißes Leinen gehüllt, das nun von seinem Blut rot wird. Sie sagen, dass es neben seinem Pferd auf einer Lichtung im Wald gefunden wurde. Ihr kennt den Ort, den sie meinen. Sein Gesichtsausdruck ist fast friedlich. Ihr lehnt euch vor, sein Gesicht zu berühren. Die schreckliche Wirklichkeit der Situation wird euch klar. Die Kälte, die er fühlt, ist die des Todes. Ja, wer denn nun? Der Thronfolger. Wilhelm wird sterben. Ihr werdet von Trauer übermannen, verliert ein Stabilität, was? Nee, wir verlieren 25 Prestige, dann sind wir zwar im Negativen, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir hier den Krieg gegen Schweden gewinnen, dass da einiges noch dazu kommt. So, eine neue Ideengruppe. Seit wann das denn? Warum sagt mir das denn keiner? Da bin ich wieder hier sonst wo. Ja gut, ich war mit Krieg treiben beschäftigt. Von daher, sei mir das verziehen. Nochmal zurück. Was nehmen wir denn? Ja, die administrative Macht geht gerade gut, ne? Geht gerade gut, weil, ja, er hat ein Regierungsgeschick von 6. Albrecht dagegen leider nur ein Regierungsgeschick von 0. Gleiche Dynastie wie die Russen. Ach, da schau her. Okay, und das diplomatische Geschick bei 3? Ja, dann werden wir wohl wieder mehr diplomatische Macht bekommen. Wie alt ist unser 30? Ja, der hat noch gute 20 Jahre vor sich. Hier, Ideengruppe. Also, entweder diplomatische Ideen oder administrative Ideen. Militärische Ideen haben wir schon 2. Außerdem haben wir momentan nicht so viele militärische Punkte. Das bedeutet einer von den beiden. Was lächelt mich da an? Handelsideen. Schau mal, globaler Handelseinfluss plus 10%, Händler plus 1, Handelsreichweite plus 25%, Handelseffizienz plus. Das ist schon nice. Gerade da wir Lübeck mehr oder weniger kontrollieren, machen wir das. Ja? Innovationsideen, Prestigeverfall, Söldnerkosten werden geringer. Das ist auch viele gute Dinge, ja. Spionage, administrative Ideen, da die Söldnerkosten sofort bei minus 25%. Kosten zur Kernprovinzerstellung werden vermindert. Söldnerunterhalt wird vermindert. Zinsen werden vermindert. Verfügbare Söldner. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ja. Hier würden wir mehr Geld bekommen. Hier würden wir weniger Geld brauchen. Also gerade die Kosten zur Kernprovinzerstellung um ein Viertel vermindert ist schon nice. Aber andererseits der Handel. Wir nehmen den Handelseinfluss. Da weiß ich, was ich habe. Da haben wir auch in Friedenszeiten viel davon. Sehr gut. Achso, ja, müssen wir erstmal noch einführen. Aber das wird ja bald passieren. Okay. Achso, was mir übrigens gesagt wurde. Vielen Dank für den Tipp in den Kommentaren. Wir haben momentan eine Missionarsstärke von 1%. Das bedeutet, wenn wir die Missionarsstärke um 1% erhöhen, haben wir sie verdoppelt. Da hätten wir auch, ja gut, 1% Punkt eben. Aber nun denn. Schau mal. Preußen bekommt Sonntagsschulen bis zum Ende des Spiels. Ja. Was wohl einen Effekt hat? Missionarsstärke plus 1%. Ohne, dass wir irgendwas machen müssen. Stabilität mehr als 2. Herrscher mit höherem Regierungsgeschick als 2. Mach mal. Sonntagsschulen. Ja, aber hier die Toleranz der Heretiker. Und die Stabilitätskosten, das machen wir nicht. Wobei, die Stabilität ist gerade sehr hoch. Aber wir brauchen auch nicht wirklich diese 6% an mehr Dukaten. Wow.
69% an Steuereinnahmen. Mehr an Steuereinnahmen. Das nenne ich mal preußische Genauigkeit. Okay. Der Beraterplatz. Ich habe gerade gelesen, dass Berater im Laufe der Zeit teurer werden. Chefspion, brauchen wir den? Brauchen wir den? Eigentlich nicht. Nee, da sparen wir uns. Ich muss gerade gucken. Waffenruhe mit Böhmen, Utrecht. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal weitermachen. Waffenruhe wird enden. Nationale Entscheidung. Und wir haben immer noch keine Mission. Anspruch auf die Provinz Böhmerwald. Von Österreich. Puh, nee. Er schafft eine Armee für unser Land. Ja, gern. Da bekommen wir ein bisschen Armeetradition und Prestige. Das werden wir eh machen. Gut. Kriegsmüdigkeit verringern. Nö, 3,85 ist noch im Rahmen dessen, was ich vertragen kann. Dann sind wir hier fertig. Umkämpfte Nachfolge und Provinzverbesserung. Okay. Ach, wir sind immer noch Verteidiger des Glaubens, ne? Ja. Hier, katholisch. Ermland ist bald soweit und vor allem Sachsen ist bald annektiert. Ach, da freue ich mich drauf. In Nürnberg sind mal wieder. Oh, 14.000. Da müssen wir noch was machen. Ja, da bleiben wir bei der Söldnerinfanterie. Und heben uns unsere Rekrutenreserve erstmal auf. So, wir müssen doch irgendwo, müssen wir doch noch eigene Leute haben, oder nicht? Und wie ist das hier bei 29%? Wie ist das immer hier bei 29%? Kriegsbegeisterung. Kriegsmüdigkeit. Ach, es sind die mit der meisten Kriegsmüdigkeit. Okay, da möchte ich nicht dastehen als derjenige, der den Krieg führt und dann die meiste Kriegsmüdigkeit hat. Da nehmen wir gerne die 50 diplomatische Macht und sind nur noch bei 1,85. Dann schicken wir euch schon mal hier runter. Wieso denn jetzt 19? Waren sie eben nicht 14? Ah, oh, da... Unaufmerksamkeit. Dein Name ist Markus. Okay, Sachsen, 96,6%. Wann ist es denn soweit? April 1611. Okay. Ist ja bald. Die Ermländer sind konvertiert. Dann machen wir Stettin. Und das seht ihr schon, nur noch 47 Monate. Das ist ja wunderbar. Weiter geht's. Zusammenführen. Der Leo schmeißt die Geschichte. Und ab nach Nürnberg. Bratwürstel esse. Lasst euch schmecken. Ich war sogar mal in Nürnberg. Zweimal sogar. 2 Wochen. Und war da Bratwürstel esse. War jetzt gut, ja. Aber nicht etwa, dass ich mir gedacht habe, wow. Die schmecken ganz anders als die aus dem Supermarkt. Ein Glaube, wir erhalten eine Stabilität. Was? Unsere Nation hat sich vom schweren religiösen Chaos erholt und ist nun wieder zu einer Einheit geworden. Ein Glaube, religiöses Chaos wird entfernt aus Preußen. Wow, das bedeutet, wir sind bei +3 Stabilität. Wir haben einen Kriegsgrund gegen Dänemark. Auch Handelsembargo. Na gut. Jetzt sind es doch noch 15. Nee, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt sind sie wieder dabei. Sehr gut. Das ging schnell. Ja, wir haben trotzdem 2400 Leute verloren. Ja, aber gut, die anderen 13.000. Bleib mal in Nürnberg. Ich kann mir vorstellen, dass das noch öfter passiert. So, liebe Russen. Ihr seid jetzt langsam aber sicher besetzt durch Russland. Genau, seid soweit. Russland schloss Frieden mit Schweden. Weißer Friede. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt belagern oder was? Oh. Und das ist unsere einzige Armee. Schau mal. Schweden. Weißer Friede. Preußen tritt Kernprovinz an. Nee. Kinders. Angebot entfernen. Ich weiß nicht. Gut, es kann sein, dass sie hier gerade eine riesige Armee zusammenstellen. Das kann sein. Und wir nicht. Tja, was machen wir? Kommen wir hier rüber? Kommen wir nach Skåne? Schau mal, rein theoretisch. Nee, wir haben gar kein Durchgangsrecht durch Dänemark, ne? Und Dänemark kann es auch nicht so gut leiden, als dass sie jetzt das machen würden. Gehen wir nach Brandenburg und dann schauen wir, ob wir nach Schweden marschieren. Wir müssen ja anscheinend was machen, ne? Und jetzt, oh, das nervt mich jetzt, dass die Russen da raus sind. Kriegsbegeistert. Wir werden nichts abgeben hier. So.
Und Sachsen ist gleich soweit. Ah, oh, da freue ich mich. 7. Ah, 8. 100. Integrierung von Sachsen, wenn ein kleineres Land. Verlieren 10 Legitimität, das ist mir egal. Plus 5 Prestige, denke ich mal. Wunderbar. Ach, schaut euch das an. Wer weiß, ob das Land hier jemals wieder so groß sein wird. Ja, und jetzt wird es doch mal Zeit für Niederlausitz, ne? Nö, lass mal die Niederlausitz hier eine schöne böhmische Exklave sein. Da kann ich mit leben. Ja, da müssen die Böhmen mal schauen, was sie machen. Und ja, obwohl Würzburg eine ähnliche Farbe hat wie wir, sind sie dann doch nicht bei uns. Aber das ist okay. So, wie viel brauchen wir jetzt noch, bis wir die deutsche Nation gründen können? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Hier. Nur noch. Wir sind im Frieden. Lüneburg und Thüringen. Ja, die beiden Vasallen. Schau mal, können wir ihnen nicht sagen, Dynastieaktion, Staatsehe, Beziehungsaktionen, Einflussnahmen. Können wir, mach mal, Beziehungen verbessern? Ich weiß noch nicht genau, wie und was, aber ich kann mir vorstellen, Vasallisierung anbieten. Das ginge, und sie würden sich auch uns vasallisieren, wenn wir 190 Zufriedenheit hätten. Zufriedenheit, sage ich schon. Luitpold ist gleich zurück. Okay. Staatsehe aus Bremen. Haben wir sonst irgendwas mit Bremen am Hut? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Wo ist denn hier die Flagge, die die Becksflasche krönt? Nirgends. Nee, mach mal weg. Ja, was machen wir mit dem Schwedenkrieg? Wo kommt ihr denn her? 10.000. Ach, ihr könnt doch dahin. Okay, gut, dass ich euch nochmal getroffen habe vorher. So, Stettin. Ja, wir brauchen eine riesige Armee. Wir haben das Geld dafür. Wir können es unterhalten. Wir haben 7000 Einheiten, die wir selbst bauen können. 56, 53, 57, 51, 53 Tage. Dann... Ja, naja. Haben wir nicht das Geld für, ne? Nee. Wir nehmen einen Kredit auf. Es fängt schon wieder an. Aber guck mal, ein Kredit. Die Zinszahlungen pro Jahr würden sich auf 20 belaufen. Wow. Das ist schon viel. Aber müssen wir jetzt durch. Ja, dann kaufen wir uns hier die Kavallerie. Oh, und schon ist das Geld weg. Okay, aber da müssten wir eigentlich so eine große Armee zusammenbekommen, dass wir Schweden nochmal davon überzeugen können, dass wir diejenigen sind, die hier den Krieg gewinnt. Klar haben sie hier ihre komplette Flotte am Start, aber ich gehe davon aus, dass wir mit unseren Landtruppen da dann doch einen Vorteil haben. Jetzt gehen sie doch alle dahin. Du hättest eigentlich hier bleiben müssen. Naja. Litauen möchte gerne Memel. Das kann ich verstehen. Die sind ja auch benachbart. Okay, yeah. Wir machen wieder 2 Armeen. Litauen hat Smolensk den Krieg erklärt. Ruf zu den Waffen. Russland gegen Litauen. Dies ist ein Verteidigungskrieg. Litauen, Polen, Österreich, Spanien und Mailand. Boah. Da haben wir doch keine Chance. Ja gut, aber Russland ist ja wohl... Also wenn wir da jetzt mitmachen, ist unser Schwedenkrieg erstmal vorbei, ne? Was ist das hier eigentlich? Also wenn Litauen, Polen, Österreich, Spanien, Mailand... Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Klar, während die sich denken, oh ja, Spanien, kommt da eh keiner mit. Aber da haben wir keine Chance. Wir haben vielleicht... Nee, da haben wir keine Chance. Wie soll man da eine Chance haben? Vor allem, was hat er denn momentan an Truppen? Hier oben eine Flotte, ne? Klar, hier zwei große Truppen.
Aber die Schweden marschieren auch schon wieder auf. Gegen die sind wir dann auch im Krieg, ja? Und wenn wir jetzt hier verlieren sollten, die Schweden noch dazu kommen, nee. Aber wir können unser Bündnis mit Russland auch nicht zurücklassen. Das geht, wir können unser Bündnis mit Russland nicht vergehen lassen, ja? Die werden ja total sauer sein, wenn wir da nicht mitmachen. Wir müssen akzeptieren, das Bündnis zu Russland ist mir da wichtiger. Frankreich, könnt ihr... Ruf zu den Waffen. Nein, weil... Kriegsstand geringer als 25. Achso, ja, nicht der Krieg, der andere. Aber da kann ich euch gar nicht rufen, ne? Weil nämlich, genau, Russland gegen Litauen hier Krieg führt. Und Spanien. Und Kongo. Okay, Spanien. Ich hoffe mal, dass eben Polen nicht mitmacht. Ja, und lass uns mehr Einheiten kaufen und bauen. Gern auch mehr 32 Pfünder. 103 Tage für 27. Und hier nochmal. Okay. Und dann schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Gegen wen wir kämpfen werden. Ja, Litauen ist anscheinend gerade den Krieg beigetreten. Österreich noch nicht. Doch, Österreich auch. Oh. Und den Krieg gegen Schweden können wir nicht beenden, weil sie keinen weißen Frieden wollen. Ne? Sie gehen immer noch davon aus, dass wir Bamberg an Bayern abtreten. Nein. Nein, nein. Gegen Thüringen, unser baldiger, und Lüneburg auch. Ach so, ja, wegen denen. Ich sehe schon, wegen denen, sie sind ja Vasallen von Österreich und gegen Österreich führen wir Krieg. Na gut, dann müssen wir erstmal hier bleiben, ne? Du hast Thüringen heimgekehrt, okay. Ach so, ja, hier können wir jetzt natürlich die Beziehung nicht verbessern, weil wir im Krieg stehen. Sind sie nach Sachsen und jetzt gehen sie wieder weg nach Sachsen, dann gehen nach Leipzig. Vielleicht gewinnen wir auch und können Thüringen und Lüneburg aus den Klauen Österreichs befreien. Den Klauen Österreichs. Heieieiei. Heieieiei. So, wir belagern Thüringen. Wollen sie nach Bamberg? Entschuldigung, wollen sie nach Bamberg? Ja? Da kommen wir auch gleich. Nein, sie wollen nach Böhmerwald. Und sich wohl mit den Österreichern zusammentun. Okay. Ich weiß nicht, was er vorhat. Hamburg besetzen. Das ist interessant, ja? Aber da müssten wir ihn eigentlich schnappen können. Ja, er verzieht sich nochmal nach Stade. Nach Bremen. Aber irgendwann ist er auch mal gut, ne? Ja, jetzt ist gut. Okay, hier oben müssten wir gewinnen. Und da kommen die Österreicher. Verzieh dich. Hoffe, dass du nicht abgefangen wirst. Wir müssen hier zusammenkämpfen. Oh, da kommt noch eine Armee. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ihr werdet abgefangen. Ja, weil wir so unglaublich langsam sind. Ah, wir haben es gerade noch geschafft. So, erstmal Pause. Und hier zusammen. Ei, wenn die beiden sich zusammentun, dann haben wir ein Problem. Wo sind eigentlich meine russischen Verbündeten? Nirgends. Die sind wieder nirgends zu finden. Belagern die schon, die belagern schon. Eieieiei. Egal welchen Krieg ich momentan anfange, verliere ich. Aber wie gesagt, das russische Bündnis ist mir so viel wert, dass mir auch was weiß ich, Memel oder so abgeben. Wir bauen noch mehr Infanterie. Gerne hier oben. Haben wir schon kein Geld mehr, ist okay. So, die Schlacht von Bremen gewonnen. Trotzdem welche überlebt, okay. 57. Wir versuchen, in die eigenen Reihen zu kommen. Ah, jetzt stehen hier welche. Nee, Schlacht von Stade gewonnen. Im Vorbeigehen. Okay, wir wollen hier in Hamburg kämpfen. Ich weiß nicht warum, aber wir wollen hier kämpfen. So, wer ist der Anführer? Leo... Ja, Leo ist ausgeglichener. Was macht der Leo? Und ja, kaufen können wir erstmal nichts mehr. Müssen wir aber wohl. Ja, wir müssen eigentlich jetzt schon die nächste Armee ausheben. Aber wir werden warten. Vielleicht kommt ja ein Ereignis, das uns Geld bringt. Sie wollen nicht kämpfen. Warum wollt ihr nicht kämpfen? Jetzt gehen wir nach Lüneburg. Wollt ihr dann kämpfen? Nein, wir warten, bis die 32 Pfünder fertig sind.
Ja, oh, ja, ich sehe schon, warum ihr euch kämpfen wollt. Ihr wollt euch jetzt zusammentun, ne? Naja, probier das mal. Jetzt spielen wir das Entfleuch-Spiel. Es geht weiter, ja. Jetzt kommst du her. Okay. Achso, was mache ich überhaupt? Kann ich hier. Mir bleibt nichts anderes übrig, ne? Diesem Kampf nicht zu begegnen, ist auch keine Lösung. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren uns irgendwie mit den Russen zusammen zu raffen, wenn das geht. Und wieder entfleucht. Sehr gut. Zack. Und ab nach Mecklenburg. Schauen wir mal, ob wir schaffen, ob wir da einzelne Armeen bekommen, mit denen wir, gegen die wir Krieg führen können. Wieder geschafft. Hahaha. Ja, dieser Arm 32-Pfünder wird niemals fertiggestellt werden. Ja, doch, irgendwann vielleicht schon. Aber ist gut, sieht gut aus. Polen ist auf unserer Seite. Nice! Johanniterorden, Smolensk. Und die Polen sind auf unserer Seite. Oh, warum sagt mir das niemand? Polen. Was? Spanien. Oh, Spanien. Ja. Was? Konstantinopel wird von Polen gehalten. Okay, das ist auch ein schöner Twist in der Weltgeschichte. Ja, da habt ihr es mit Spanien zu tun und flüchtet auch gerade. Das heißt, ihr wart da nicht unbedingt erfolgreich. Aber nun denn. Unsere russischen Freunde kommen gegen die Litauer hoffentlich bald an. Ja, und wir sind für hier. Was ist denn hier? Ansbach? Wer ist denn da dabei? Österreich, Lüneburgen, Thüringen. Das ist alles Österreich. Das ist alles Österreich. Ja. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als noch einen Kredit aufzunehmen. Das ist alles das Bündnis mit Russland, was uns diesen Kredit kostet. So, wir werden. Ja, Söldner, Söldner, Söldner. Mauritius Infanterie ist leider nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin besser als keine Infanterie. Die 2000, die wir haben, werden mal mit Reitern besetzen. Und da war es dann auch eine Sturminfanterie, könnten wir noch bauen. Die heben wir uns aber erstmal auf. Und dann ab nach Brandenburg. Halt. Warte mal. Schlacht von Lauenburg verloren. Ah, da wurde wohl gerade einer fertig. Ja, mir fliehen hier. Die beiden wollen zusammen. Gehen auch zusammen. Oh, und jetzt können sie mich schnappen. Das könnte knapp werden. Ich glaube, sie schnappen mich. Ich glaube, sie schnappen mich. Und sie schnappen mich. Ah. Oh. Schade. Wir halten Armeetradition und Prestige. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wenn wir jetzt alle dazugehen, klappt das vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber schau mal, was die Moral angeht, sind wir vorne. Und wir haben gerade einen neuen gewürfelt. Und hier auch wieder 6 zu 4. Sehr gut. Wen haben die denn hier? 2, 3, 2. Wir haben 4, 2, 2. Okay. Vielleicht haben wir auch die besseren Waffen. Oh, das wird eine vernichtende Niederlagerunde, ja. Minus 1000. Minus 1000. Minus 300. Und da sind wir aber vorne. 4 gegen 2. Das heißt, wir sind doppelt weit vorne. Hier werden wir vereinzelte Thüringer davon abhalten zu gewinnen. Neue Einheiten bedeutet neue Moral. Oh, 0. Ah, aber hier 5 gegen 0. 5 gegen 0. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm schon! Schlacht von Rupin gewonnen. Was? Achso, das war die kleine hier. Okay, jetzt ist es nur noch Würfelglück. 6 gegen 4, gewonnen. Und. Jawohl! 8 gegen minus 1! Das ist es, das ist es! 3 gegen 1. Komm schon, komm schon. 8 gegen 2. Schlacht von Mecklenburg gewonnen. Ah! Übelst nice, übelst nice. Ja, ich habe nie dran gezweifelt. Ich habe nie dran gezweifelt. Tja, hätten sie mal die Belagerung hier nicht so gemacht, ne? So, welcher Armee folgen wir? Ihr hier oder ihr hier? Gute Frage, gute Frage. Ihr hier, weil die durch wie mit den frischen Einheiten sich wahrscheinlich zusammentut.
Da müssen wir abwarten. So, wir hier oben bei Pommern werden wir belagert von irgendwelchen Unholden. Oh, und das ist auch ein interessanter Kampf. Okay, wir gehen mal weiter raus, damit wir hier alles sehen können. Sowohl unsere... Und es sieht aus, als ob die Russen gewinnen. Und damit auch wieder viele, viele Kriegspunkte hoffentlich bekommen. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Thüringen, Preußen. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, können wir nicht... der andere hat doch eine viel bessere... Ist schneller unterwegs, ne? Der andere ist schneller unterwegs. Den werden wir uns schnappen. Der andere General, meine ich. Und zwar jetzt. Nikolaus hat einen Punkt mehr. Lass das den Nikolaus machen, genau. Ich frage mich immer noch, wo sie hinwollen. Wo könnten sie denn hinwollen? Schon irgendwo nach Österreich. Was ist, wenn sie jetzt komplett einmal durch Österreich? Da kommen wir mit. Oder nicht? Ne, wir müssen wohl oder übel hier schauen, dass wir da nicht komplett belagert werden. Und ja, dann machen wir das. Außer sie hören jetzt auf zu marschieren, machen sie aber nicht. Okay. So, wie sieht's hier aus? Ja, wir sind am Gewinnen. Sehr schön. Die Feinde in die Flucht geschlagen. Oh, aber da kommen 31.000. Mit Spanien zusammen. Spanien. Verdammt nochmal. Spanien. Dass wir noch gegen Spanien Krieg führen, hätte ich auch nicht gedacht. So. Wo wollt ihr hin? Nach Thüringen. Bekommen wir euch da noch geschnappt vorher. Gehen wir gleich nach Bamberg. Ja, Sachsen. Ihr geht trotzdem nach Sachsen. Okay. Okay. Nein, nach Böhmerwald wolltet ihr. Ach, in den Böhmerwald. Na gut. Hier oben haben sie aufgehört zu besetzen. Da ist sehr gut. Oh, jetzt muss man nur schauen, dass man hier... Ah, ne, hier ist... Ah, Leipzig. Okay, sieht so aus, als ob wir das hier gewinnen könnten. Ja. Da ziehen sie ab. Aber das müsste eigentlich... Guck mal, das ist so ein kurzer Weg. Da müssen wir sie schnappen können. Genau. Ihr beiden hier oben seid mir sehr teuer. Ihr passt auf, dass euch nichts passiert. Aber trotzdem hier aufschließt. Da habt ihr zwar die Grenze Schlacht von Anhalt gewonnen, und zwar vernichtend, sehr gut. Ab in die Altmark. Ich kann, glaube ich, wohl nicht die Hanse davon überzeugen, hier mitzukommen. Wir tun uns hier in Ruppin zusammen und schlagen dann diese Armee in die Flucht. Sehr gut. Jetzt können wir wieder den Leo... Wobei der Nikolaus schon gut ist. Komm, nimm den Nikolaus. Wie sieht's sonst aus in der Welt? Ja. Ja, fliehen, fliehen, fliehen. Ist okay. Und wir haben eine relativ große Armee. 35.000. Damit können wir schon mal eine Schlacht schlagen. Und da fliehen sie nach Hamburg. Da, die müssen wir aber, wenn wir über Lauenburg gehen, müssen wir die auf jeden Fall bekommen. Ja, weil da der Weg so kurz ist. Und das ahnen sie schon, ja. Potsdam ist jetzt endlich dem wahren Glauben bekehrt. Da machen wir jetzt mit Ruppin weiter. Okay. Oh, und ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Wenn wir hier die Schlacht der Schlachten schlagen und für die Vorherrschaft in Europa kämpfen. Der Schwedenkrieg. Schau mal. Immer noch kein weißer Friede. Na gut, da werden wir uns später drum kümmern. Angebot entfernen. Preußen entlässt Sachsen in den Nee. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.